Der Gemeinderat hat heute sein Entlastungspaket FIT veröffentlicht. Ab 2022 werden wir rund 32 Millionen einsparen. Ab 2024 sind es dann 50 Millionen. Gleichzeitig hat der Gemeinderat beschlossen, bei den Investitionen rund 100 Millionen einzusparen über die nächsten Jahre. Die beschlossenen Massnahmen, die werden spürbar sein. Wir sind aber überzeugt, dass wir die sozialverträglich umsetzen können und dass die hohe Lebensqualität in dieser Stadt erhalten bleibt. Wegen Corona, wegen der gesunkenen Steuererträge ist die finanzielle Ausgangslage nach wie vor sehr schwierig und wir rechnen mit einem Defizit im 2022. Der Ball liegt jetzt beim Parlament. Die Massnahmen werden dort diskutiert und im Rahmen des Budgets berücksichtigt.